Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Heute der zweite Teil am Freitag. Und dann werden wir jetzt erstmal die Versorgungsmission starten. Damit der Kollege auch weitermachen kann. Okay, apparently my contact has some more guns. If we can hunt and bring him some birds. Ja, so ein Vögelchen schießen, ja. Don't ask me what he wants them for. Best just to keep him happy, I reckon. I mean, ja, we ich freue mich tierisch gerade. I'm sure you can handle that. Für alle, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und gebt mir bitte ein bisschen Feedback in den Kommentaren. So, was haben wir? Einen Truthahn, alles klar. Das machen wir folgendermaßen. Ich zeige mal eben die Ecke, wo ich bin. Das kennt ihr ja schon. Liebst du mir nicht hier oben? Der Kollege ist hier unten. Und der Story, die Holzfäller sind und da. Gibt es an und für sich Truthähne. Außer uns läuft jetzt hier einer über den Weg. Nimm die Augen auf. Da sind manchmal auch welche. Wenn wir jetzt schon einen haben, dann ist einfach. Und sonst düsen wir da direkt hin. Da ist doch schon was. Ach, ist ja noch einfacher hier. Oh, das war falsch. Da. Oh. Oh nee, jetzt habe ich hier so eine... Sag mal, jetzt gehe ich hier bei drauf, oder was? Hahaha! Mitten in der Aktion. Oh, da habe ich jetzt keine Zeit für. So, der andere Typ haut ab. Ich hoffe, wir können das hier trotzdem erledigen. Sonst kann ich nämlich den ganzen Spaß nochmal machen. Ja, zwei Sachen gleichzeitig kann ich nicht. Das wäre ja Multitasking. Bin ich nicht für geschaffen. Ja, hier war ja schon falsch geritten. So, ich glaube, das muss nämlich unter 5 Minuten sein. Also geben wir alles. Ja, wäre ich mal sofort in diese Ecke geritten, wie ich es gesagt habe, ne? Erster Gedanke ist meist der beste. Nochmal der Hinweis, in der Kanalinfo ist der Link zur Insta-Geschichte. Da könnt ihr mir auch gern folgen. Das ein oder andere Bildchen da, kurze Videos. Schaut euch einfach um. Und ja, sagt es am besten weiter. Der ist hier seit 30.03. dabei und ich finde, dafür ist die Community schon relativ groß, oder? Sag mal hier, mein Pferdchen. So. So, jetzt aber Vollgas zurück. Ich habe jetzt natürlich nicht nachgeguckt, was noch die Herausforderungen sind. Also, wie häufig nehme ich die Videos ja nicht direkt hintereinander auf, sondern nehme erstmal das eine auf, mache dann zwischendurch was anderes. Also, ich zock da nicht, sondern mache noch irgendwas kurz im Haushalt, dann geht's weiter. Ja, und dann habe ich das vergessen. Muss ich mir auch nicht merken, kann ich ja nachgucken. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir Schwarzgebrannten wegfahren können. Ob wir jetzt einen Käufer haben, der uns mehr Geld gibt. Weil, die Ladung da verschenken, hatte ich keinen Bock drauf. Das meine ich. Ja, unter 5 Minuten ist wohl zu schaffen. Fängt ja wieder schön an zu regnen. Ist ja so wie hier. So, jetzt führt sich hier mal ab.
Gucken, ob das überhaupt schlau ist. Ach ja, komm, das geht schon. Ja, das haben wir ja locker hingeschafft. Super. So, das läuft schon mal. At least you brought some of it back. Ja, manchmal. Das ist ja nicht so nett. So, auch erledigt. Was war eigentlich sonst noch Phase? Händler. Ah, große Tierkadaver spenden. Ah, man hat den Käufer verkauft. Verkauft, verkauft, Mann. Sammler Landkarten benutzt. Okay. Sammlerstücke. Ja, gut. Verlorenen Schmuck machen wir ja gleich. Ja, das wird heute nicht so einfach. Nicht gerade irgendwo ein großes Tierchen. Ja, komm, eins können wir schon mal hier irgendwo, oder? So, irgendwo hier. Das gibt's doch nicht. Ah, der ist gut. Den holen wir uns. Zustand egal. Hauptsache groß. Oh, da wollte ich mal kurz gucken, wo sind die Sammlerstücke? Ja, das ist ja... Was kriegen wir wohin hier? Oh. Pferd gefüttert. Können wir ihm mal was, oder? Supplies are looking healthy right now. Ja, hat ja genug zu tun hier. Ich liebe das hier so nach Feierabend. Schön entspannt. Eine Runde durch die Natur. Aha. Hier ist das, ne? Ich kann mir das nicht merken. Ja. Für lau nehme ich das immer gerne mit. Ich glaube, jetzt die Folge können wir ruhig ein bisschen länger machen. Ist ja schließlich Freitag. Da hat vielleicht auch jemand Lust und Zeit, sich das ganz entspannt anzuschauen. Jetzt müssen wir hier Zug vorherkommen. Der hält nämlich da gleich an. Glaube ich. Wir müssen ja Leute plündern. Dann nehmen wir mal das hier. Ah, und irgendwas mit außer Entfernung, ne? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Nehmen wir doch mal das hier. Der ist leicht zu erwischen, der auch. Noch einer. Ah, da hinten.
das ist ja schon mal nicht schlecht gelaufen, oder? So, den Rest holen wir uns so. Ja, komm. Können ja nicht mehr viele sein, oder? Einer. Okay, das ist jetzt gut gelaufen. Ja, muss ja auch mal sein. Muss ja auch mal gut laufen, oder? Genau, dann haben wir so eine Schmugglermission auch quasi direkt erledigt. Ja, was denn jetzt hier? Da muss doch noch einer zum Plündern sein. So. Absinth, den kann man gebrauchen. Da kann man nämlich richtig guten Schwarzgebrannten ausmachen. So. Nur dann. Oh. Die Schatulle können wir auch noch leer machen. Wie lange machen wir das schon wieder? 12 Minuten. Das ist unglaublich. Aber Schwarzgebrannten, glaube ich. Ach. Den Schwarzgebrannten könnte ich mir noch einpfeifen. So, was war das andere? Butterback. Ah ne, das war hier das Kaugummi, ne? Na komm. Machen wir mal alles voll hier. Nochmal rein damit. Alles super. Jetzt ist er drauf. Merkt ihr, ne? Jetzt war ein bisschen viel hier. Seht ihr das? Ich glaube, hier ist nichts mehr zu plündern. Ja, ist ein bisschen verschwommen jetzt das Bild, ne? Da habe ich ihm zu viel reingepulvert. Ja, jetzt ist auch Schwierigkeit mit dem Aufsteigen hier. Aber was soll's. Bisschen Schwund ist immer. Seht ihr das? Er sitzt auch ein bisschen schief auf dem Pferd. Ja? Kann man hier nicht abkürzen irgendwie? Ja, da kommt man da hoch. Oh, 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 oh. Ja, ja, das war nicht gut. War ein bisschen viel reingeballert. Da hinten schon. Ja, super, da leuchtet es. Da wäre fast getroffen. Zufällig. Tipptopp. Mal jemand im Hütchen hier vorbei. Oh, da ist noch mehr. Macht Laune. Oh, erstmal die nächste Markierung hier. Wo gehen wir hin? Da. Tipptopp. Immer schön einsammeln und absahnen hier.
Da ist ein Vogelblatt gemacht. Ne, wisst, die sind wichtig, ne? Dass man immer die Taschen voll hat. Ich kann es nicht oft genug sagen. Haben ist besser als brauchen. Ah, es ist wirklich so. Ich kann das hier stundenlang machen. Mache ich ja auch. Aber ganz ehrlich, welcher Red Dead Fan macht das nicht? Bleib hier unten her. Oh, da könnte man hier auch mal eben kurz prüfen. Aber leider nein. Nicht richtig auf die Karte gekommen. Ist das überhaupt? Oh. Apropos Karte, nicht richtig gucken. So. Listen, you got the map already. Now why don't you untie me, huh? I'm no good to you tied up like this. So, der hat mich geärgert, dann nehme ich das Pferd auch noch mit. Aha, wo ist das denn hier? Okay. Keine Ahnung, oder ist das da oben? Hier. So merkwürdig, oder? So. Da stand das Pferd. Nächste Markierung. Ui. Ja, das ist... Ach, da an dem... Ja. Glaube. Aber ich sag besser nichts. Nachher ist es nämlich nicht da, wo ich glaube, wo es ist. Oh, dann machen wir es jetzt anders. Jetzt bringen wir den erstmal eben ins Lager. Dann machen wir doch einen Cut. Und dann geht's nachher weiter. Ein freier Lagerplatz, was soll das denn? Ich hoffe, hier geht's jetzt. Auch nicht. Wohl lächerlich. Absolut lächerlich. Dann machen wir es doch anders. Aha. Ja, dann nehmen wir das hier unten auch noch mit, ne? Wenn man schon mal hier ist. Münze.
Ja, und das ist es jetzt. Na, jetzt bin ich hier. Jetzt geht's los. Da oben kann eine Schnapsflasche sein. Ich kann's nicht lassen. Müssen wir da noch eben eine Karte aufmachen? Was nehmen wir da? Am besten Tarotkarten, denke ich. Das ist meist am leichtesten zu finden. Da ist nix. So, da oben ist so ein Lagerplatz. Und da an dem Baum ist auch ab und zu was zum Ausbuddeln. Heute nicht. Gut. Dann können wir jetzt beruhigt das Lager aufschlagen. Hier geht's nämlich. Ab nach Hause. Und dann lade ich den Spaß hoch und mache dann einfach in der Zeit die nächste Folge fertig. Supplies are looking healthy right now. Excellent. Thank you. Ja, so bin ich. So bin ich. So, ja klar. Ich mag das ja, wenn er sich so freut. Ah, super. So, das war der zweite... Er hat wieder die Maske nicht auf. Der zweite Teil am Freitag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und gebt mir bitte ein bisschen Feedback in den Kommentaren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.